Mit Enthusiasmus startet Bundestrainer Joachim Löw seine Abschiedsmission. Der erste Gegner in der WM-Qualifikation für die deutsche Nationalmannschaft ist am Donnerstag Island. Die Pressekonferenz dazu gibt's heute live 12.30 Uhr bei Sky Sport News. Heißt es bei Dola Shabi, also viel Aufregung um die Nachfolge von Trainer Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach. Der ehemalige Weltstar Xabi Alonso soll es wohl werden. Sein Berater und auch Gladbachs Manager Max Eberl, ja, die hüllen sich noch in Schweigen und wir halten sie auf dem Laufenden und schalten zu unserem Reporter Christopher Limoropoulos. Erster Platzverweis in seiner Karriere für Alphonso Davies beim Spiel gegen den VfB Stuttgart. Das Sportgericht hat ihn jetzt für die kommenden zwei Spiele gesperrt. Bitter, denn somit fehlt er dann auch im Topspiel gegen RB Leipzig. Der VfB Bochum gewinnt mit 3:0 im Montagabendspiel bei Fortuna Düsseldorf und geht damit als Spitzenreiter der zweiten Liga in die Länderspielpause. Der VfL nutzte die eigenen Möglichkeiten perfekt aus. Die Tore schossen Zoller, Holtmann und Nowotny.